Du willst mich angreifen? Geblockt. Eines Tages nahm ich mein Schwert, reckte es in die Höhe und sprach die Worte: Bei der Macht von Great Skull, ich habe die Kraft. Aber ich habe die zornige Blitzklinge. Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zur allerletzten Folge Gadget Inspectors. Ja, heute lassen wir es aber nochmal richtig krachen zum großen Finale. Gucken wir uns nämlich jetzt nicht einzelne technische Gadgets an, sondern wir tauchen selber richtig ein in technische Prozesse, die wir als Gamer und Filmliebhaber alle kennen. Motion Capturing, 3D-Animation, das ist nämlich der Fachbereich der Mimic Studios hier in Berlin. Tja, und die Stars aus der ganzen Welt fliegen ein mit den Privatjets, um sich hier für die Ewigkeit scannen zu lassen. Zum Beispiel Lena Meyer-Landrut haben wir, Tyson Fury oder sogar Cristiano Ronaldo. Colin Gable. Natürlich Colin Gable. Nils Bomhoff, nach dem heutigen Drehtag, wir werden nämlich mal richtig eintauchen in die Welt, gucken, wie Mimic arbeitet und vielleicht kommen wir ja selber auch als 3D-Männchen mal raus. Hm? Dann lass uns jetzt mal so an der Kamera vorbeigehen, das ist richtig cool, sieht mal richtig gut aus. Ja, du rechts, ich links. Ja, wäre mir auch so, hätte ich es auch entschieden, aber es war meine Idee. Ja. Das Modellieren und Animieren von Gesichtern für Videospiele zählt zu den Steckenpferden von Mimic Productions. Ob Sieg oder Niederlage lässt sich bei NBA 2K15 an den Gesichtern der Spieler ablesen. Das düstere Arkham Knight lebt von Batman und seinen Widersachern. Doch erst durch Facial Animation können wir die Emotionen der Charaktere hautnah erleben. Und auch in Borderlands 3 lassen die Profis von Mimic wortwörtlich die Puppen tanzen. Grundlage für all das: ein 3D-Scan. Hallo, moin, hier sind wir. Ja, hier unten, relativ weit unten, aber umringt von unfassbar vielen Kameras. Und man muss wirklich sagen, das Wort unfassbar viele Kameras ist hier absolut zutreffend. Naja, für dich vielleicht. Ich habe das natürlich alles in einem Blick direkt auch gescannt. Also das ist ja oft so, wenn du gescannt wirst, scannt auch was von dir zurück. Und deswegen weiß ich natürlich exakt, wie viele Kameras das sind. Wie viele sind es denn? Es sind 94, oder Johannes? Ja, das stimmt so. Siehst du, hab ich direkt gezählt. Also knapp 100, das ist die Zahl, die ich mir merken kann. Nein, 94, Colin. Knapp 100, das ist die Zahl, die ich mir merken kann. Johannes, warum stehen wir hier? Warum braucht es knapp 100 Kameras, um uns optimal einzufangen? Ja, wir wollen 3D-Scans von euch machen. Wir nutzen eine Methode, die sich Fotogrammetrie nennt. Und dazu braucht man so viele Kameras, die aus allen möglichen Winkeln Fotos machen. Und dann wird da ein 3D-Objekt daraus erstellt. Ich bin gespannt. Möchtest du anfangen? Ich fange an. Fantastisch. Dann ist die Messlatte relativ niedrig. Ja, entgegen meiner sonstigen Gewohnheiten werde ich jetzt gezwungen, eine Mütze zu tragen. Ich weiß gar nicht, wie man die überhaupt aufsetzt. Weil tatsächlich diese wilde Löwenmähne, die mir da aus dem Kopf gesprossen ist, die ist schwierig einzufangen mit den ganzen Kameras. Und deswegen setze ich jetzt die Mütze auf, das vereinfacht das Ganze. Also nicht erschreckend, das bin nur noch ich. So, ja, passt. Ja, wir werden erstmal eine A-Pose scannen. Das heißt, du hast schon die Beine richtig so auseinander und dann die Hände anwinkeln. Aber dann sieht man meinen Bizeps nicht. Was mit den Fingern? Soll ich die eher so zusammen machen oder auseinander? Finger auseinander, ja, so? Genau. Weil ich kleiner bin als Nils angeblich. Angeblich? Das ist auch, das ist aber schon ein bisschen erniedrigen. Jetzt muss ich auf den Schemel. Was? Ich brauche keine Strümpfe. Ach komm. Ja, nee. Halt still. Ey, halt still. Eine Erniedrigung. Die Haare sind zu krass. Alter, das ist doch lächerlich. Halt jetzt still. Das machst du nur, um mir zu schaden hier. Und meinem Marktwert. Du kriegst. Wir haben doch bestimmt eine Maske, die das deutlich zärtlicher und professioneller macht. Haha, zu spät. Oder filmst du die ganze Zeit? Mach die Kamera aus! Lass mich in Ruhe! So, und jetzt zum Abschluss habe ich diesen wunderschönen Kosakenzipfel für dich. Ja, den nehme ich gerne. Oh nein, das ist ein Entschuldigung, das ist, der ist leider runtergefallen. Wir brauchen ihn ja nicht mehr, wir sind nämlich fertig. Ja, und vor allem, darf ich mal kurz meine Bewunderung aussprechen für deine Frisur, wie die einfach sich zurück in Form gleitet? Ja, das habe ich extra so gekauft damals. Ja. Also als es im Versandhauskatalog noch erlaubt war, sowas anzubieten. Mhm. Ja, wir sind fertig mit dem Fotoshooting, aufregend war es. Ja. Aber noch viel spannender wird natürlich jetzt das Ergebnis.
Tja, während die Rechner jetzt noch unter unseren Datenmengen ächzen, nutzen wir die kleine Zwangspause, um einen kleinen nostalgischen Rückblick zu wagen auf über 5 Jahre Gadget Inspectors. Oh ja, in 5 Jahren haben wir nämlich so einiges getestet. Verrückte Grill-Gadgets, moderne Bikes, alle möglichen Apps. Das war wirklich eine spannende Reise. Also schauen wir mal, ob unsere persönlichen Highlights auch dabei waren. Was war übrigens dein persönliches Highlight? Alles mit dir, Colin. Dankeschön, das kann ich nur zurückgeben an mich. Yeah, hier komme ich, Simon. Megaschuss! Megaschuss! Ich möchte einfach nur gerne kurz diese Aubergine hochhalten, weil es eine Aubergine ist. Okay! Johannes, jetzt hat es 94 Mal Klick gemacht und zumindest Nils haben wir jetzt hier schon mal auf dem Bildschirm. Aber wer ist dieser Bodybuilder? Ja, wir haben jetzt Nils auf dem Bildschirm und den Scan verarbeitet. Zuerst werden also die ganzen Kameras aligned in der Software. Man sieht, dass die jetzt genauso angeordnet sind, wie sie auch tun. Jeder Punkt eine Kamera sozusagen. Im Studio, genau. Und dann wird erstmal diese Point Cloud erstellt, also erstmal nur Punkte im Raum. Und das ist jetzt der nächste Schritt, wo das Ganze in ein Mesh umgewandelt wird und dann eine Textur wird drauf projiziert. Boah, also es ist jetzt, Ist this really original or did you do anything to it? Is it in pain? Is it in pain? Yes. Oh boy. Das sieht aus wie Mr. Gehaltserhöhung. Du, in meinen Augen siehst du anders aus. Also ich. Sag wie anders. Anders ist ja. Nein, aber das ist einfach, weil ich dich einfach so sehr mag. Verzerrt das irgendwie. Hältst du es immer noch für die richtige Entscheidung, mir diese Schlumpfmaske aufzuziehen? Ja. Aber was würdet ihr denn jetzt machen? Also ihr müsstet da ja irgendwas draufsetzen jetzt. Ihr könnt ja nicht jetzt zu Herrn Meier gehen und sagen, ja, hier sind sie. Und dann hat er für immer so ein Netz genau. Auf dem Kopf. Also wir würden dann Referenzen machen, auch Referenzfotos. Und dann eben mit Haircards, also wenn es jetzt für ein Spiel ist, mit Haircards das nachmodellieren. Wir ziehen uns jetzt mal unsere Motion-Capture-Anzüge an. Ich prophezeie Hollywood. Ich mehr als das. Und du versprichst Hollywood. Und wir machen jetzt Hollywood. Willkommen in unserem Mocap-Bereich. Das ist unser kleiner Home-Bereich. Wir haben natürlich größere draußen, abhängig von was wir drehen. Wir haben ein optisches Mocap-System von der Firma OptiTrack mit 12 Kameras, die ganz oben geteilt sind, installiert sind. Und das erlaubt uns, sogenannten Markers von euch zu tracken. Also ihr werdet ein coolen schwarzen Anzug bekommen und sie werden ganz umherum auf ihren Körper platziert werden an sehr bestimmte und wichtige Punkten und das erlaubt unser System ein 3D-Skeleton zu erzeugen. Ja, dann lass uns mal reinschlüpfen in die Dinger. Okay, Jungs, das war ziemlich cooler Move, muss ich sagen, als Direktor, finde ich. Aber das wurde gar nicht aufgenommen, weil ihr noch nicht bereit seid. Und dafür, das System kann euch noch nicht sehen, weil ihr diesen Markers noch nicht habt. Hopp. Okay. Das hat nicht funktioniert, aber... Na, geh mal, das klappt. Ah, genau. Ja, das ist genau. Mit also Muskelmagneten sind das, oder? Es ist wie so eine Kirmesbude hier gerade, ne?
Also je mehr Marker man in einem Bereich hat, desto detaillierter sind dann die Aufnahmen? Nicht unbedingt. Also okay. Man braucht zwei, drei, die ein Dreieck zum Beispiel delimitieren. Und so können wir diese Bewegung, dieses Festkörper eigentlich zu einem Knochen verbinden. Ah, okay. Und ihr kriegt dann jede 41 Marker, keinen Unterschied zwischen die beiden, 41, weil unser System braucht 41 Marker, um ein Skelett zu machen. Okay. Aber so. Jemand seiner Größe reichen da nicht 12? Ich habe noch eine kleine Überraschung für Sie, weil es, wie gesagt, cool aussieht, aber wir können das eben noch cooler machen. Ich habe eine kleine Überraschung für euch vorbereitet. Wir haben eine Arena vorbereitet. Oh, oh. Yes, baby! Nimm das, ich warne den ersten Schlag vor. Mit meiner rechten Klaue werde ich dich enthaupten. Du willst mich angreifen? Geblockt. Eines Tages nahm ich mein Schwert, reckte es in die Höhe und sprach die Worte: Was? Bei der Macht von Great Skull, ich habe die Kraft. Aber ich habe die zornige Blitzklinge. Doch die Verwandlung ging schief. Er wurde zu einer hässlichen, ekelhaften Gestalt, die ich vernichten muss. Und so begann der epische Kampf. En garde. Nein, ich bin zu schnell für dich. Schnitzel, Schnatzel. Ich brauche noch 20 Minuten, um mich aufzuladen. Was? Das ist unmöglich. Ich wollte doch nur Liebe. Nein! Jetzt muss ich. Ich sterbe den Kummertod. Ja, sterben wir beide. Vereint von Buzelafor, der Göttin der Kriege und Abwinde. So, das war sie tatsächlich, die allerletzte Folge Gadget Inspectors. Vielen lieben Dank, Vodafone, für die letzten 5 Jahre und insbesondere für die Folge heute, weil die hat wirklich besonders viel Spaß gemacht. Ja, wir haben viele Gadgets testen dürfen, tolle Erfahrungen machen können und gerade natürlich mit diesem Motion Capturing ist nochmal so ein ganz persönlicher Gamer-Traum irgendwie wahr geworden, selber eine Spielfigur werden. Wer kann das schon von sich sagen? Vielen lieben Dank an Vodafone. Hier endet das aber fürs Erste. Das war wirklich die allerletzte Folge Gadget Inspectors. Macht's gut, tschüss!